Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Wir spielen wieder ein bisschen Zelda Ocarina of Time. Mit mir und den Stiefeln, die mich voll abpacken. Aber irgendwie, oh mein Gott, ich hasse diese Stiefel. Komme ich da denn eigentlich auch normal drüber? Ich weiß es nicht. Aber es ist mit mir auch. Gerade, what the hell? Achso, ich kann ja gar nicht blocken, fällt mir gerade ein. Deshalb, ich mach einfach wie Conan, der Barbar. Ich hau einfach immer drauf. Es funktioniert. Ich wusste es doch. Einfach draufhauen ist immer das Beste. Ich glaube, hier kann ich aber so drüber springen. Oder? Sieht nicht so aus irgendwie. Okay. Let's go. Schneller, 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 schneller. Okay, easy going. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Moment. Warte mal, wo bin ich denn hergekommen? Also. Ich muss erstmal schauen, jetzt Karte. Der kleine Obenweg ist Rotz, glaube ich, gewesen. Okay, warte, ich bin, glaube ich, von oben gekommen. Also von. Von wo? Von wo bin ich gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich doch hier nicht verlaufen in diesem schrottigen Dungeon. Okay, da unten sind so Dinger. Und da bin ich, glaube ich, runtergesprungen, oder? Ne, von da, glaube ich, oder? Von da bin ich runtergesprungen, genau. Das heißt, ich habe die Auswahl zwischen dem Weg, der mir aber so noch nichts bringt, weil ich sehe, dass ich hinten einen Schlüssel brauche. Dementsprechend werde ich erstmal hier weitergehen. Hier vorne? Ja, hier vorne. Schnell mit den Gleitstiefeln. Ah, ja, ich bin so gut. Ein Auge of Death. What the fuck? What the fuck? Oh, Alter, mit den fühle ich mich so besoffen mit den Stiefeln. Warte mal, da ist irgendwas drin. Ah, toll. Oh, toll. Mach mir Schaden, ganz viel Schaden. Ich stehe auf Schaden. Ah, ich hasse das. Scheiß Treter, ey. Ich bin voll auf den Geist. Besowski hier. Was? Ich bin jetzt in B4 auf einmal. Nicht mehr in B3. Warum? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Erstmal normale Treter, ey. Das ist. Und rote Rüstung behalten, aber bitte. Aber normale Lederstiefel. Komisch. Aber da hinten komme ich anscheinend immer noch nicht lang. Also gehe ich jetzt mal hier lang. Dann schau erstmal, wo ich rauskomme hier. Juhu. Und anscheinend sind hier drei Truhen versteckt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier ganz viele Löcher sind. Okay, da kann ich irgendwas schieben. Ziehen. Kann ich hier was? Sehr gut. Abartig dieser Dungeon, ne? Okay, erst einmal will ich da mal nach links schauen, gucken gehen. Erstmal alles angucken. So. Ich höre hier auch eine Skulltula-Mampfen, ehrlich gesagt. Aber Herzchen, sehr gut. Bomben. Wofür Bomben? Oh, verdammt. Da ist eine Skulltula, okay. What the? Okay, da steht irgendwas dran. Was steht da dran? Nur der, der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. Okay, wie? Nur der, den. Oh, okay, ich schätze mal, damit ist gemeint, dass dieses dumme Ding hier links ranziehen soll. Und dann kann ich da irgendwas mitmachen. Hoffe ich. Es ist alles ganz komisch. Aber Moment, kann ich da überhaupt hochspringen? Ist ja nicht zu hoch dafür. Moment. Hallo, Antivir. Und zurück ins Spiel, bitte. Hatte ich das nicht gestern schon, dass Antivir mein Spiel abgerotzt hat? Ich hatte es, glaube ich, gestern schon. Einmal ganz kurz. Ja. Man kann ja leider nicht bestimmen, wann es updatet. Es wird ja einfach immer dann ab, wenn es
denkt, dass es updaten soll. Also, Moment. Aha, sehr interessant. So. Machen wir mal weiter. Irgendwie verstehe ich das Prinzip davon noch nicht ganz. Also, ich glaube, hier kann ich mich hinstellen, ohne dass mich die Stacheln treffen, oder? Ja, so, gut. Also kann ich hier noch weiterschieben, erst einmal. Ich muss jetzt quasi darauf achten, dass mich die Stacheln nicht zerfetzen, während ich schiebe. Oder irre ich mich da? Ach, ich schiebe einfach mal weiter, mal schauen, was passiert. Okay, hier passiert gar nichts. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, die Truhe hier öffnen. Ich glaube, ich sollte gar nicht so vorschnell immer in die Dinge reinrennen. Es kann ja passieren. Pfeile? Wo sind Pfeile? Was soll ich mit Pfeilen? Was haben wir hier denn? Skulltula! Hier, Skulltula, friss Bombe. Oh, ich habe sie sogar echt getötet, aber ich muss trotzdem meinen Enterhaken rausholen. Juhu! Deine Skulltula wurde zerstört. I'm so evil. Mal hier was anschmeißen. Mal schauen, was hier so sich so rumtreibt. Gar nichts. Wieso gar nichts? Gar nichts ist nicht viel. Gar nichts ist ja mal gar nichts, fällt mir gerade ein. Wie komme ich nach oben und so? Das ist doch alles für ein Arsch hier. Okay. So geht das auch. Von wegen, wenn du das Auge der Wahrheit. Oh, Moment! Achso, hier war noch ein Stein drin. Achso, hier ist ja nichts drin sonst. Und sonst gibt es hier nichts, was ich irgendwie entdecken kann. Dann ist der Raum ja im Großen und Ganzen total für den Arsch gewesen. Meine Fresse, ich bin jetzt gerade ein bisschen angepisst hier, ey. Ja! Voll in den Stachel rein. Juhu! Okay, nochmal! I fucking hate you. Oh, Moment, hier sind so Überpässe, da kann ich drüber laufen, sehe ich gerade. Ist ja cool. Ja, hier bringt mir aber alles nicht so viel, glaube ich. Okay, da kann ich mich hochschießen wieder und dann bin ich wieder da oben. Okay. Irgendwie bin ich verwundert, was das hier alles angeht. Ich schieß mich da nochmal hoch, mal gucken, was passiert. Oh, das ist so schwer hinzuzielen. Na komm. Ich habe zwar eine Karte und so, aber irgendwie komme ich hier trotzdem nicht wirklich weiter gerade. Na komm! Ey, mit dem Analogstick ist es so schwer zu zielen. Vor allem auf so weite Distanzen ist das echt abartig, weil man dann die kleinsten Schritte schon so viel Maus machen. Ja, sehr gut. Oh. Sehr schön. Okay, so lande ich da auch. Ach du blöder Schädel. Also erwischt er mich echt schon zum zweiten Mal, ne? Blöder Link. Einmal bin ich hier vorne und nicht ganz woanders. Wie komme ich denn da rauf? Fragezeichen.
Nein, so nicht. Moment. Nein, so nicht. Gerade schon gesagt. Mal ein bisschen umschauen, vielleicht gibt es hier irgendwas, wo ich mich dran hochhangeln kann oder so. Aber es kann nicht sein, dass es hier nichts gibt, ey. Ich bin tot. Oh, es macht auch immer Schaden, fällt mir gerade mal so auf. Oh. Kann ich mir eine Ratte da hochkrallen? Nee, ich schieße einfach durch die Ratte durch. Okay, wir haben es 10:43. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ich mag diesen Dungeon auf einmal nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.